Hallo ihr Lieben, hier ist Julia von Weil du schön bist und jetzt mit einer kleinen Ankündigung, bevor es dann in die Hörprobe geht. Ich habe nämlich eine kleine Meditation für euch erstellt. So klein ist sie gar nicht. Die ist jetzt 24 Minuten. Die Meditationen, die ihr sonst auf Avalon Rituals bekommen habt, waren so 7 Minuten. Aber diese Meditation geht ganz besonders tief und deswegen brauchte ich da einfach ein bisschen mehr Zeit, um euch da durchzuführen. Es ist im Prinzip eine schamanische Reise, die tief transformatorisch ist und wirklich nochmal ganz viel dem Thema gewidmet ist, alles loszulassen, was dir nicht mehr dient. Und diese Meditation ist so besonders, weil sie wirklich gechannelt wurde. Also ich habe da nicht tagelang dran gesessen und es irgendwie hier und da nochmal gerückt, sondern die wurde in eins aufgenommen. Und zwar gechannelt an Samhain Halloween. Und Samhain, wie man hier im Kölschen sagt, also ich habe lange gebraucht, ehrlich gesagt, bis es in meinen Kopf reingegangen ist, dass man Samhain sagt. Ich weiß auch nicht genau, warum man es so ausspricht, aber es ist ja auch egal, spielt eigentlich keine Rolle jetzt in diesem Video. Ist das keltische Neujahr. Das heißt, das ist wirklich die Zeit, wo alles Alte losgelassen wird und man in einen neuen Zyklus übergeht. So fängt das keltische Neujahr an. Und aufgrund dieser Energie ist es naheliegend, wirklich in die Tiefen zu gehen und wirklich mal zu schauen, hey, was will ich eigentlich noch mitnehmen in mein Leben jetzt und was will ich loslassen? Und Winter ist ja eh die Zeit, wo man sich sehr zurückzieht und vielleicht mal schaut, hey, was hat in diesem Jahr gut geklappt, was nicht, was möchte ich ins neue Jahr nehmen? Das heißt, ganz standardgemäß ist der Winter ja die Zeit des Rückzuges, bevor man dann irgendwann im Frühjahr wieder aufblüht und wieder nach draußen geht. Und deswegen das natürlich zusätzlich eh passend zur jetzigen Jahreszeit. Aber es war, falls ihr euch erinnert, nicht nur Halloween, es war auch Vollmond. Nicht irgendein Vollmond, es war der Blue Moon, also wir hatten einen zweiten Vollmond. Und ich erinnere mich daran, dass die Energien des Vollmondes am Nachmittag ihren Höhepunkt hatten und ich mich hier hingesetzt habe mit einer Kerze und ja, im Prinzip wirklich zum Höhepunkt des Mondes diese Meditation rausfloss aus mir und relativ in eins durchgesprochen ist. Und es geht bei dieser Reise, sie ist sehr schamanisch angehaucht und du wirst zur Göttin Hel begleitet. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, Hel ist eine nordische Göttin. Ich selber habe hier in Glastonbury, als ich hierher gezogen bin, das Priestess of Freya Training angefangen. Also Priesterin von der Freya, von der nordischen Göttin Freya oder Freya würde wahrscheinlich man auf Englisch, auf Deutsch eher sagen. Und habe diese Ausbildung quasi nicht komplett beendet, aber bin dadurch auch in die Verbindung gekommen mit den nordischen Göttern und mit dem nordischen schamanischen Aspekt. Und diese Energien fließen in diese Meditation zusätzlich mit hinein. Und du wirst in dieser Meditation Hel begegnen und die wird dir helfen, wirklich alles jetzt zu transformieren, was gehen darf. Das Ganze ist unterstützt natürlich mit der Musik, die wir dafür kreiert haben und mit meinem Gesang, der auch jetzt in dieser Meditation das erste Mal, glaube ich, so richtig auch eine Rolle spielt. Und ja, das war quasi alles, was ich sagen wollte, dass ihr einmal so ein bisschen Bescheid wisst, wie das eigentlich entstanden ist, die Meditation, wofür sie gut ist und welche ganz besonderen Energien wirklich mitten in dieser Meditation eingefangen wurden beim Sprechen und beim Kreieren der Meditation. Ich werde euch jetzt hier eine kleine Hörprobe noch anfügen und wenn dir das gefällt, dann lege ich dir den Link einmal zu der Meditation unter diesem Video. Dann kannst du gerne dir die ganze volle Meditation hören und ich bin gespannt auf euer Feedback, denn das ist jetzt tatsächlich mal was, ja, etwas anderes hier. Und in diesem Sinne sage ich viel Spaß bei der Hörprobe und vielen Dank für euer Feedback, falls ihr mir da eins geben wollt und bis zum nächsten Video. Schließe nun deine Augen und mache dich bereit für die Reise in die Unterwelt. Dort wirst du heute der Göttin Hel begegnen, die Göttin der Transformation von Tod und Wiedergeburt. Sie hat ein ganz besonderes Geschenk für dich.
Atme nun einmal tief in deinen Bauch. Beim Ausatmen spürst du, wie sich dein ganzer Körper entspannt. Wiederhole diese tiefe Atmung nun einige Male. Mit jedem Ausatmen entspannst du tiefer und tiefer und tiefer. Die Entspannung legt sich wie eine warme, wohltuende Decke um deinen ganzen Körper und du fühlst dich wohl und geborgen. Bist du bereit für deine Reise? Bist du bereit für Transformation und Heilung? Du befindest dich nun auf einer großen Wiese. Es ist ein wunderschöner Herbsttag. Die Landschaft ist in goldenes Licht getaucht. Inmitten dieser Wiese siehst du einen alten Baum. Es ist eine alte, majestätische Eiche. Du gehst auf diese Eiche zu. Schritt für Schritt kommst du ihr näher.